Und damit herzlich willkommen zum Teil 75 hier in EEP 16 zu mein Frankfurt. Denn ich nenne das ja jetzt wieder so, weil, wie gesagt, ich hatte das halt die ganze Zeit Frankfurt-Hanau betitelt, aber wie ich schon letztens im Livestream genannt habe, man hat das letztendlich nie den Raum Frankfurt verlassen. Warum denn auch? Na? Und von daher ist das natürlich auch so, dass wir hier auf dem Frankfurter Gebiet das auch durchaus auch wieder mein Frankfurt nennen können und einfach gucken, was wir hier aus der bisherigen Platte alles so rausholen. Genau. Wir haben ja hier für alle, die nicht dabei waren, wir haben ja hier im 32. Livestream am Samstag hier die Straße erweitert, hier die Friedensbrücke ein bisschen weiter erstellt, wo jetzt auch schon die ein oder anderen Straßenbahnen drüber fahren und hier natürlich auch diverse Straßenfahrzeuge, die ist schon in Betrieb, dabei ist sie noch nicht mal fertig. Die werden wir auch in Kürze weitermachen. Erstmal möchte ich dafür sorgen, dass hier zum Beispiel mal so was wie eine Ampelanlage und so hinkommt, genauso wie an diese Kreuzung hier, einfach damit wir schon mal so ein bisschen hier in die Schaltung mal wieder übereingehen und damit das ein bisschen geordneter hier vonstatten geht, denn diese dermaßen vielen grafikmäßigen Durchfahrten, die nerven schon in gewissermaßen. Und ich würde sagen, wir beginnen auch direkt. Ich will nur ganz gerade mal gucken, welche hier von wem sozusagen sind. Die JS2 Ampeln, die haben auch für links und für rechts Abbieger und was weiß ich. Hier brauchen wir eine allgemeine erst einmal. Genau, so eine ist sehr gut, denn hier darf man nur geradeaus fahren, weil diese Straße, da kommt man nur raus. Genau, die platzieren wir mal hier. Dann brauchen wir eine eine normale. Gerade Mitte. Ist das so eine, die wir hier benötigen? Jawohl, das ist die richtige. Die kommt hier nämlich dann hin. Also jetzt kann man die gar nicht mehr so bewegen. Muss ich gerade nochmal hier rein. Hallo, bitte mal in die Richtung, ja nicht so weit. Was? Eieieiei. Die ist ja schwierig zu manövrieren. Hat die nicht solche... Genau, so geht das doch auch. Der doch auch solche Pfeile und so, womit man die ganz gut bewegen kann. So, hier haben wir im Übrigen noch so eine Lücke indirekt. Jetzt haben wir sie auf jeden Fall nicht mehr. So, und hier, die tun wir auch im Übrigen, ich weiß gar nicht, ob das die richtige Spur ist. Ich hoffe es auf jeden Fall. Genau, die sind direkt nebeneinander. Das ist schön. Die tun wir jetzt allerdings noch ein bisschen weiter hier in die Mitte schieben, damit man auch den Eindruck hat, die ist hier auch für die Mitte und nicht nur für hier die eine Spur. Und jetzt brauchen wir noch so eine... So auf der linken Seite gibt es da so eine... Allerdings so eine einfache, ne? So eine ohne Fußgängerampel, weil hier soll man ja auch gar nicht rüber. Ich denke, die hat sicherlich sowas. Oder haben die alle nur Fußgängerampeln dran?
Man zur Not müssen wir die hier nehmen. Wo haben wir die denn? Nein, die müssen wir dann einmal umdrehen. Also das ist eine komplett falsche. Ah. Dann hier nochmal. Ja, das ist auch nicht so ganz einfach hier mit diesen ganzen Ampeln. Ja, dann nehmen wir einfach diese hier. Jetzt war jetzt so ein riesen Auslieger. Da hätte ich ganz gerne. Was macht die denn? Da hätte ich einfach nur hier ganz gerne so eine Ampel. Ja, ohne diesen langen Stab. Weißt du, was? Wisst ihr, was ich meine? Weißt du, was ich meine? Was ist das hier jetzt? Vielleicht so eine, genau. Genau, die meinte ich. So eine Ampel. Die können wir hier dann nämlich auf diese Rasenfläche stellen und schon hat man das hier. Genau, die Autos halten hier jetzt natürlich an. Meinetwegen können die hier auch schon mal weiterfahren. Der Tipptext nicht. Nur die Schaltung setzen wir auf grün, damit die schon mal weiterfahren können und dann tun wir die ja sowieso schalten. Die für Linksabbieger lasse ich gerade noch mal auf rot. Ja, und jetzt tut man hier sozusagen diese Ampeln hier noch mal auf die andere Seite. Allerdings natürlich nicht für Linksabbieger und so, sondern hier für. Nein. Ja, es ist ein bisschen schwierig, hier jetzt die richtigen Ampeln überall zu suchen. Gibt es hier nicht auch so eine normale? Weil nur geradeaus, das tut ja dementsprechend gar nicht richtig sein. Wir brauchen mal hier eine normale. Dreier links. Normal, ja, das müsste sein. Das heißt, ohne Pfeil, genau, das ist die richtige. Und hier kann natürlich auch ganz gerne eine Fußgängerampel dran sein, aber ich sage jetzt schon, die Fußgängerampeln werde ich nicht schalten. Darum geht es nicht, weil wir haben hier auch keine Figuren, die hier über die Straße müssen. Also von daher können wir uns diese Schaltung, sage ich jetzt mal, auf jeden Fall sparen. Ja. Und hier an der Stelle würde ich jetzt auch hergehen, normal Ausleger links. Das ist hier die richtige an der Stelle. Das ist ganz schön schwierig, jetzt hier richtig mit den Ampeln zu hantieren. Das ist nämlich gar nicht so einfach, weil der Überweg ist eigentlich hier hinten, wo gar keine Ampel mehr steht. Ist dann doch ein bisschen schwierig an der Stelle, sage ich mal. Und dann benötigen wir noch so eine schwebende. Gibt es hier so eine überhaupt? Diese hier. Ja, am besten hier auch richtig rum. Ja, ist jetzt nur die Frage, an welcher Stelle befindet sich die? Ja, weil hier. Tun wir sie einfach hier dran. Die Ampeln, die sind auch relativ, ja, muss man sich halt einfach mit dem Set mal ein bisschen befassen. Aber an sich auch nicht so leicht im zu platzieren, ne? Ich meine, man hat ja hier unterschiedlich breite Straßen und gegenüber dem Ausleger passt das ja auch gar nicht immer so.
Ja, von daher, ja, mir geht es halt nur darum, dass man hier überhaupt Ampeln hat, dass jede Spur hier auf irgendeine Art und Weise Ampeln besitzt, damit sie dann irgendwie genutzt werden können, eben damit sie halt einfach nur den Verkehr regeln. Dafür sind ja Ampeln logischerweise auch da. Ja, und von daher, ja, wenn hier jetzt so eine gewisse Lücke oder keine Ahnung was ist, dann ist das so. Wir können ja hier einfach nochmal so eine. Na, die sind halt leider immer falsch rum. Ich meine, die könnte man auch drehen, aber es ist halt vereinfachter, wenn die schon richtig rum sich befinden. Du jetzt hier auf diese Spur noch eine, weil da auch Autos fahren. Der rückt immer so ein bisschen nach irgendwie hier, ne? Wenn man das hier irgendwo hin platzieren will. So, jetzt. Dann schieben wir das einfach noch mal ein bisschen hier weiter an den Ausleger, damit es ein bisschen passender ist, damit er einfach nicht so leer ist. Und jede dieser Spuren haben wir jetzt auf jeden Fall auch mit einer Ampel versehen. So, die tun wir dann natürlich auch auf grün. Das ist natürlich dann auch eine Menge Schaltung hier. Genau, mir war es jetzt wichtig, dass man auf jeden Fall schon mal die Hauptstraßen hier auf grün hat. Und die da drüben für die Linksabbieger, die halten dann hier automatisch dann an, erst einmal. Genau, und sowas wie das hier, das wird es dann zukünftig nicht mehr geben, weil hier kommen dann natürlich auch noch Ampeln hin. Ja, ist ja klar. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wie ich hier das gebaut habe. Okay, diese Spur führt hier auf jeden Fall nach rechts. Das heißt, hier kommt eine Rechtsabbiegerampel hin. Ich werde hier auch gerade nochmal speichern. Und dann so ein geregelter Betriebsablauf, der ist natürlich dann wesentlich effektiver. Ja, und unterschiedliche Ampelschaltungen, die sehen dann natürlich auch interessant aus, wenn mal die einen oder anderen warten müssen und dann fahren die anderen da brav und so weiter, und das kommt halt einfach zu keinen Kollisionen. Ist halt wesentlich besser. Ich bin mal gespannt, wie wir das Ganze schalten können. Ja, das wird relativ herausfordernd, weil da jede Kreuzung individuell ist. Und hier benötigen wir jetzt so eine rechts, genau. Kann auch wieder mit Fußgänger sein, Ausleger am besten. Genau, mit Fußgängerampel kann es ruhig sein, weil hier diese eine Spur, die ist ja. Die führt ja nur nach rechts hier, die erste. Dann können wir hier eine normale Mittelausleger, die kommt dann an den Mast dran. Wobei eigentlich muss man das überhaupt nicht trennen, weil ich sag mal so, diese Rechtsabbiegerspur, die ist eigentlich ein bisschen unnötig, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, weil diese Ampel, egal ob es jetzt eine Rechtsabbieger oder keine Ahnung ist, die wird sowieso nur grün, wenn hier die Hauptstraße, sage ich jetzt mal, wenn dann die Ampeln rot sind, ja, weil sonst wird sie ja gar nicht grün sein. Davon abgesehen kann man das ja auch verallgemeinern. Na, wo haben wir die denn? So, da können wir es bewegen. Ist halt leider ein bisschen schwer zu erkennen hier, aber es geht. So, die kommt hier dran. Und dann brauchen wir noch eine hier für die linke Seite. Ausleger links. Die brauchen wir. Nein, die ist falsch rum. Die hätte ich ganz gerne. Genau. Sehr schön. Die kommt nämlich dann hier hin.
Obwohl, haben wir hier eigentlich jede Spur abgedeckt? 1, 2, 3. Genau. Von daher, wir brauchen hier auf jeden Fall keine vierte diesbezüglich. Also tut es hier die normale, ohne diesen langen Mast. Allerdings ist das die falsche. Wir benötigen natürlich die hier für die linke Seite, also die hier. So, und jetzt ist sie wieder an der richtigen Stelle, genau. Weil hier an der Stelle brauchen wir natürlich nicht diesen langen Ausleger, wenn wir da gar keine Ampel mehr dran montieren müssen, um das mal so zu nennen. Ja, und so genügt das ja. Und hier brauchen wir auch nicht diese echten Standards, dass man hier noch die andere Ampel in der Höhe erkennen muss, falls hier mal ein LKW steht. Also wie gesagt, es geht mir hier im Spiel darum, dass hier alle Fahrspuren eine Ampel besitzen, ob sie jetzt letztendlich fahren dürfen oder nicht. So, damit sich hier jetzt nicht endlos staut für die Linksabbiegerspur. Achso, Straßenbahnsignale benötigen wir natürlich auch noch. Klar, die müssen natürlich auch mal. Gesteuert werden. Halt und gerade, genau das ist das, was wir hier brauchen. Genau, weil wenn hier andere mal grün haben, darf die Straßenbahn natürlich auch nicht fahren. Von daher kommt das eine hier hin und das andere logischerweise da drüben. Straßenbahn steuern wir dann einfach parallel mit der anderen. Ja, so ungefähr. Hallo. Hier hin. Und das Vorsignal postieren wir ungefähr so, dass wir hier einfach nach diesem Signal einfach hier anhalten würde. Ja, falls sie eine Straßenbahn losfährt, damit sie jetzt nicht beschleunigt und dann da vorne wieder anhält, weil so, das ist eine unrealistische Fahrweise. Genau, machen wir das schon mal. Und jetzt gehen wir natürlich noch gegenüber der Schaltung überein. Genau, hier warten auch schon die ersten Fahrzeuge. Hier werden wir im Übrigen auch mal so einen Umschalter einbauen. Und dann noch sowas wie hier Geschwindigkeitsreduzierungen, damit die ein bisschen realistischer um die Kurve fahren, zum Beispiel mit 26 km/h. Ist jetzt vielleicht ein bisschen unrealistisch, aber es sieht deutlich besser aus in der Kurve. Und dann können sie auch wieder 50 fahren, wenn sie hier die Kurve fast durchfahren haben. Genau, das sieht dann besser aus. Und wir erbauen uns hier einen Ampelschaltkreis. Ich bevorzuge ja wieder einen großen, wo wir dann alle drunter packen, ist besser als drei kleine, wo wir dann nochmal zusätzliche Schaltung und so benötigen, wer dann letztendlich ausgelöst wird. So, wir brauchen hier natürlich einmal. Wo haben wir die denn? Unsichtbarer Weg, den nehmen wir hier. Und den tue ich jetzt einfach mal hier auf 90. Mal sagen wir mal Länge 80 und auf minus 20, damit er unter der Bauplatte ist. So, den tun wir jetzt einmal komplett zumachen und wir beginnen hier jetzt auf irgendeine Art und Weise diese ganzen Ampeln hier einzubauen. Gehen hier ins Signal und fangen einfach mal mit dieser Richtung hier an. Ungefähr einfach mal hier. Wir beginnen natürlich mit Rot-Gelb. Wie gesagt, die Fußgängerampeln beziehe ich nicht mit ein. Kann auch ganz gerne dann am Ende in den Gruppenkontaktpunkt. So, PKW grün. Aktiviert verzögert nach 2 Sekunden und direkt übereinander. Dann mit dieser hier. Rot-Gelb.
Wobei in Richtung 1 ist, das muss man nicht unbedingt auswählen, weil das Schaltauto fährt sowieso nur in eine Richtung. Also von daher, man könnte es auch rein theoretisch so lassen, aber das passt schon. So, dann diese hier sind insgesamt vier Ampeln, rot, gelb. Und dann auf grün nach 2 Sekunden Verzögerung. Und dann noch die vierte dieser Reihe. Rot-gelb. Und grün. Auch nach 2 Sekunden. So, dann haben wir die schon mal. Hier gegenüber, die können natürlich auch zeitgleich dann auf grün geschaltet werden, weil die sich ja überhaupt nicht in die Quere kommen. Und das ist ja auch in echt so, dass die immer auch die andere Richtung halt logischerweise in dem Moment grün bekommt. Ich meine, warum müsste die auf Halt sein? Also hab ich die jetzt hier, genau, doch auf rot-gelb. Genau, ich hatte jetzt schon, es ist jetzt schon auf grün gestellt worden versehentlich, aber jetzt erst die 1196, dann benötigen wir noch die andere für die andere Spur. Auch für geradeaus, rot-gelb, das sind ganz schön viele Ampeln, die gleichzeitig dann auf grün gehen. Und dann auf grün auch nach 2 Sekunden Verzögerung. Diese Ampel hier natürlich, die jetzt noch rot ist, kommt hier natürlich nicht rein, dass die jetzt auf grün geht. Diese schalten wir natürlich separat, weil ja, weil die Linksabbieger darf natürlich erst fahren, wenn hier die Ampeln wieder auf Halt sind, auf Rot quasi. Und die Straßenbahnsignale bekommen natürlich hier auch Fahrt. Ja, die dürfen natürlich auch fahren. Die Straßenbahnen, jeweils die beiden hier, auch auf Fahrt. So, das war jetzt gar nicht mal so schwierig. Hier, das machen wir noch ein bisschen realistischer, dass die hier eine Halteverzögerung oder vielmehr einen Halteabstand von 10 haben, statt Verzögerung meinetwegen 1. Wobei brauchen sie eigentlich auch nicht, weil ich finde sowas an der Ampel etwas unnötig, da geht es mir darum, dass die Bahn da überhaupt auch durchfahren. Genau, das ist jetzt nicht so wichtig. Genau. So, jetzt geht es natürlich darum, was kommt als erstes dann mal wieder auf Halt. Und ich würde vorschlagen, das sind diese Ampeln, die wir hier logischerweise auch in dieser Richtung auf Fahrt gesetzt haben. Dann auf grün-gelb, so eine Konstellation habe ich ja noch nie gesehen. Grün-gelb. So, und dann auf rot, genau, das ist die richtige Stellung. Nach ungefähr 3 Sekunden Verzögerung. Ich werde hier, wie gesagt, auch schon mal so Gruppenkontaktpunkte hier platzieren, wo das dann dementsprechend schon mal reinkommen kann. Hier im Übrigen genauso. Da ist es einfach ein bisschen übersichtlicher. Als 1000 Kontaktpunkte gefühlt übereinander zu haben. Sind nämlich auch ganz schön viele. So, jetzt haben wir es. So, die kommen jetzt natürlich alle wieder auf Gelb. Hier mal rein. Und dann auf Rot. 3 Sekunden Verzögerung. Das ist ja wie gesagt eigentlich immer das gleiche Prinzip, aber es ist halt auch so, dass man hier was für jede einzelne Ampel auch machen muss. Einmal gelb kommt hier rein. Ja, weil jede Fahrspur benötigt ja auch ihre Ampel. So.
Nein, die andere. Die kommt hier rein. Und nach 3 Sekunden auch die für Halt wieder. So, die Straßenbahnsignale kommt dann auch wieder auf Halt, ist allerdings relativ kurz dann, ehrlich gesagt. Aber wir können es ja hier dann auch beliebig verschieben. Ja, weil ich werde sowieso die Hauptstraße ein bisschen länger, sage ich jetzt mal, auf Fahrt haben. Oder vielmehr auf Grün. Bei Ampeln sagt man das nicht mit Fahrt, sondern eher Grün. Ja, Signale nennt man eher Fahrt und Halt und keine Ahnung wie. So, die können wir hier schon mal hin platzieren ungefähr. Und dann darf nämlich hier an dieser Stelle die Linksabbiegerampel endlich mal auf Grün. Das heißt erstmal natürlich auf Rot-Gelb. Und dann auf Grün. 2 Sekunden Verzögerung. Die darf dann halt einfach separat fahren. Dann kommen die hier wieder ungefähr auf Gelb. Und dann natürlich anschließend wieder nach 3 Sekunden Verzögerung auf Rot. Und dann natürlich diese hier noch. Die dürfen dann natürlich auch noch hier fahren. Ich werde nochmal einen Gruppenkontaktpunkt platzieren. Jetzt hier für diese zwei, das lasse ich an sich bei einem. Das ist jetzt nicht notwendig, da einen Gruppenkontaktpunkt für zu platzieren. Immer da, wo halt mehrere gleichzeitig geschaltet werden, weil bei einer Ampel macht ein Gruppenkontaktpunkt keinen Sinn, ehrlich gesagt. So, dann hier einmal. Und dann werden wir natürlich auch gleich gucken, wie das Ganze funktioniert. So, dann die mittlere. Rot-Gelb. Und grün. Nach 2 Sekunden. Und dann noch diese hier. So, und grün nach 2 Sekunden. Und hier kommt dann natürlich die für Halt rein, damit die Ampel natürlich auch wieder rot werden. So, gelb. Und dann, warum ich 3 Sekunden nehme, ist eigentlich relativ ganz einfach. Es ist nicht zu lang und nicht zu kurz, um die Gelbphase, sage ich jetzt mal, zu zeigen. Und die ist ein Ticken länger, meiner Meinung nach sollte das so sein, als die Rot-Gelb. Ja, deswegen ist es bei mir immer so, dass ich nach 3 Sekunden hier das Rot, sage ich jetzt mal, mache. Aber die hat jetzt hoffentlich keine, genau, keine Verzögerung, die ist gelb versehentlich. So, das ist hier jetzt die Ampel 1203. Dann ist die nämlich auch abgeschlossen, glaube ich. Ne, Moment mal. Rot. Warum gibt es hier denn doppelt? Die brauchen wir ja nur einmal. So. Einmal gelb. Und einmal rot. Warum dieser Gruppenkontaktpunkt jetzt orange leuchtet, weiß ich auch nicht. Aber ist auch nicht weiter schlimm. So, einmal auf gelb. Und dann natürlich auch auf Rot nach 3 Sekunden. Und somit dürften wir hier alles abgeschlossen haben. Warum leuchtet der so? So, jetzt nicht mehr. Ja, ist jetzt natürlich auch
gut zu testen, je nachdem, wie das Ganze so funktioniert. Gucken wir einfach mal. Das heißt, wir platzieren uns ein Schaltauto. Schalt. Fahren hier gerade mal Aufzug zu dem jeweiligen Bereich. Und jetzt wird es natürlich auch sinnvoll, wenn wir hier einfach mal. Also, das können wir natürlich auch richtig benennen. Ampel. Basler Platz. Da sind wir schließlich auch. So, und hier werden die ja alle auf grün und so geschaltet. Sind sie ja eigentlich auch schon, aber wir können jetzt dementsprechend starten. Sagen wir einfach mal mit 20 km/h. Wir gucken jetzt natürlich erst einmal, wie das Ganze so im Groben funktioniert. Wir können natürlich auch hier 30 km/h oder so machen. Auf jeden Fall fahren die hier alle noch durch. Oh, haben wir hier eventuell vergessen, die wieder auf Halt zu stellen? Das erfolgt dann hier, dann kommt das nämlich mit einem Gruppenkontaktpunkt zusammen. Das dürfen wir natürlich nicht vergessen. Hier diese, die war allerdings relativ kurz, nur grün. Weil wie gesagt, das können wir auch ganz gerne nochmal anpassen. So, hier, das wird natürlich dann auch wieder gelb an der Stelle. Hier kann auch hier rein. Und dann PKW rot. Genau, das ist schon die richtige Stellung. Und dann noch die andere. Wir waren jetzt bei welcher genau? 1196. Dann benötigen wir noch die andere, die 1197. Sehr klar, ja, die dürfen natürlich auch nicht endlos grün sein. Auch wenn das die Autofahrer vielleicht ganz gerne hätten. Geht aber nicht. So, und dann tun wir die hier auch noch mit rein. Und dann passt das auch wieder. Ich glaube aber 30 ist ein bisschen schnell, ne? Weil da ist ja diese Ampel hier gerade mal 10 Sekunden lang grün. Ja, das zählt jetzt noch nicht. Warum fährt diese Straßenbahn eigentlich ohne Licht? Ist mir lieber, wenn die alle beleuchtet fahren, zumindest die Bahnen. Ob jetzt jedes Auto, sage ich jetzt mal, Beleuchtung hat oder nicht, das ist mir egal. Ja, da gibt es Sachen, die jetzt nicht beleuchtet fahren. Warum will die jetzt hier nicht weiter? Verstehe ich jetzt gar nicht. Ist gut, dass man das ja wie gesagt mal testet. Da kann man sowas ja beheben. Ich wusste jetzt nicht, dass hier ein. Ach so, das unsichtbare Signal. Ja, aber das sorgt ja eigentlich dafür. Ja, das darf man jetzt auch wieder nicht zählen. Aber irgendwie sind die Straßenbahnsignale hier noch nicht irgendwie. Also das zumindest nicht. Ich meine, unsichtbares Signal, darum geht es ja gar nicht. Das ist kein unsichtbares Signal hier. Ja, weil man sieht es ja. Weil das unsichtbare Signal hat ja damit gar nichts zu tun. Ja, das ist ja hier für den Halteabstand gegenüber der Blockstrecke indirekt. Ja, aber nicht hier wegen dem Straßenbahnsignal. Gibt es hier 1206 drin? Ja, Fahrt für geradeaus. Und ist es hier enthalten? Nein.
Das ist das Problem. Dann muss hier natürlich auch noch mit rein. So, hier fährt noch gar keiner, ne? Genau. Nein, falsch rum, das war klar. So, machen wir das einmal so. Haben wir denn auch hier irgendeine Straße, sage ich jetzt mal, frei, die wir dafür verwenden könnten? Die hier vielleicht. Eieieiei. Vielleicht machen wir das einfach so, dass hier diese Straße einfach nicht mehr mit der verbunden ist, sondern dass die halt einfach wo ganz anders hinführt. Zum Beispiel, wer hätte das gedacht, hier dran. Ich meine, wir könnten das natürlich auch einfach so machen, dass das hier, sage ich jetzt mal, ein Umschalter ist. Hier das auch, dass hier sozusagen größtenteils gerade ausgefahren wird mit Effektfahrt. Und sage ich jetzt mal, dass hier jeder vierte ungefähr, wir müssen hier aber jeder vierte irgendwie ist Zustand 2, damit schon mal nach zwei weiteren Fahrzeugen hier dann abgebogen wird. Und hier dann eigentlich auch, wo führt der hin? Der biegt hier ab, okay. Umschalter. 423, das ist der hier. Wo führt er hin, wenn er gerade ausführt? Okay. Hier machen wir auch nochmal Umschalter, wie gesagt, damit halt überall auch mal Autos, sage ich jetzt mal, fahren, die auch irgendwo fahren sollen. So, wir haben hier Gehweg rechts, das ist soweit richtig, können wir ganz gerne so beibelassen. Und ich würde jetzt ganz ehrlich einfach sagen, dass wir das hier auf irgendeine Art und Weise, malen wir das doch nochmal auf. Mit Gehweg auf der linken Seite. Dass wir das hier sozusagen kombinieren und dass die hier einfach so einen gewissen Bogen fahren und dann hier wieder automatisch auf diese Straße zurück, weil irgendwo können wir dann doch ganz gut auch so ein Ende, sage ich jetzt einfach mal, hier irgendwo einbauen im Straßennetz. Weil wie gesagt, ich weiß ja gar nicht, inwieweit man hier weiter ins Stadtgebiet dann weitergeht und zur Not können wir das ja sowieso nochmal anpassen. So, wir benötigen einmal Gehweg rechts, minus 3,5 für die andere Seite. Ne, den müssen wir wählen. Eieieiei. So, das einfach mal alles nach rechts. Ja, dann halt so. So, passt schon. Hier ist ein Kontaktpunkt drauf, der kommt runter. So, dann ist das hier nämlich wieder offen. Mit Gehweg rechter Seite. Das machen wir umgedreht und das tun wir vernetzen. Das kommt
Eieiei, hier wieder dran und das hier ist schon auf Umschalter, genau. Die 1177. Das ist aber nicht die 1177. Wir brauchen hier schon für die 1208. Weil irgendeine andere Weiche auf Umschalter setzen, das macht keinen Sinn. Zur Not ist es noch irgendeine falsche, die gar nicht umgestellt werden soll. Hier aber auf diese Art und Weise bekommt man hier dann wenigstens auch Verkehr rein. So, wir gucken jetzt gerade nochmal von hier drüben, ob diese Ampeln soweit alle richtig schalten. Sieht auf jeden Fall schön aus, wenn so viele Ampeln leuchten. Genau, hier könnte die Ampelschaltung kommt dann natürlich auch noch hin, ja, an der anderen Kreuzung, wo jetzt noch Chaos herrscht. Aber das sieht schon mal cool aus, ja. Wir werden hier natürlich auch noch mit Linien arbeiten, so wie wir es hier schon teilweise haben. Ja, und dann kommen vielleicht auch noch solche Richtungspfeile hin für geradeaus und links abbiegen und was weiß ich. Und dann sieht das richtig cool aus. Aber so fürs Erste läuft es auf jeden Fall. Bis hier jetzt natürlich Straßenfahrzeuge reinfahren, dauert es natürlich noch eine Zeit lang. Aber so im Allgemeinen funktioniert es auf jeden Fall schon mal. Und das können wir auch immer weiter jetzt hier durchtesten und dann spielt sich das ja sowieso im Laufe der Zeit ein. Genau. Ja, an sich würde ich sagen, gegenüber dem Teil war es das an der Stelle. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen und gerne bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.